fränkisch. Kann man den lassen? Da können sie sich zumindest verteilen. Das wäre ja schon mal was. Und man könnte rein theoretisch hier auch noch eine Tür hinmachen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Dass die halt zumindest hier schneller reinkommen können. Und wieso verdienen wir jetzt? Ach so, das ist das verkaufte Holz. Die verkaufen jetzt einfach alles und es kann wieder nichts produziert werden. Weil wenn nichts da ist. Das funktioniert nicht so ganz hier, diese... Ich wüsste nicht, wie das klappen soll hier. Muss ich das vielleicht mit einem anderen Programm noch machen oder so? Das halt noch mitmachen. Weil wir müssen ja 5 Leute haben, die das halt auch hier passieren. Tun. Okay, die lagern das Holz jetzt alles auf den Tischen. Halt. Also hier müssen wir auf jeden Fall eine Videokamera reinmachen. Ach. Ist das auch einfach nur zu viel Holz? Wer hat da nicht ganz schlau durch? Wirklich was machen, tun die da auch nicht mehr, ne? Die arbeiten weder an den Maschinen noch sonst irgendwo dran. Das ist irgendwie doof. Wieso haben 24 Leute Beschwerden? Mach das mal. Der Intake. Ich glaube, dann haben wir. Ja, müssen wir das hier gerade schließen. Dann müssen wir die Küche jetzt dringend auch erweitern. Hätten wir vielleicht eher machen sollen. Rich. Und Gucker.
Müssen wir natürlich hier das auch schön mit Kabeln verbinden. Und wir müssen noch eine Spüle bauen. Und wir brauchen auf jeden Fall hier noch Bänke und Tische. Schauen wir mal, ob wir das da noch hinkriegen. Das passt. Ist natürlich ein furzkleiner Speiseraum. Und ich glaube, ein Serving kriege ich hier nicht mehr hin. Wenn wir den von der Wand weggestellt hätten, wäre es besser gewesen. Jetzt stellen wir ihn da hin. Hilft ja nichts. Wir müssen ja gucken, dass wir da irgendwie das versorgt bekommen. So, und dann müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Köche einstellen. So. Können im Deployment noch gucken, wo wir noch ein paar Jobs haben. So. Da haben wir maximal. Sieht's hier aus. So, dann haben die zumindest auch im überwiegenden Fall auch was zu tun. Jetzt müssen wir uns die Bedürfnisse mal anschauen. Family Recreation, ja, ist okay. Ich hoffe mal, das baut sich gleich wieder ein bisschen ab. Aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie es am Anfang mal war. Ja, und vielleicht sollte ich das mit den Solitary vielleicht auch mal wieder ausstellen. Jetzt muss ich nur gerade mal wissen, wo das nochmal war. Das war irgendwie bei... Nicht bei Guards. Mal, wie ich es finde. Hier. Das lassen wir mal. Escape Attempt. Die Zelle auf jeden... Ja. Er wird ja eh durchsucht. Attacked Prisoner. Das vielleicht wird es ein bisschen weniger. So, wie sieht es hier mit den Needs aus? Family, Recreation und Sleep. Na, ihr seid den ersten Tag da, dass ihr müde seid, ist mir klar. Ich kann es jetzt aber nicht ändern. Und ist mir eigentlich auch vollkommen egal. Ihr werdet euch gedulden müssen, bis ihr euch zur Ruhe betten könnt. Mir piept es einmal nach dem anderen. Und hier sieht man endlich mal was, was die da auch tatsächlich machen. Die arbeiten da tatsächlich. Bis jetzt standen die immer nur dumm rum. So wie die. Die wissen nicht, mit sich irgendwas anzufangen. Verkaufe ich das jetzt hier einfach nochmal. Das auch. Alles das, was jetzt hier so auf dem Boden liegt. Und das. Das. Wir machen hier einfach mal ein bisschen Platz. Na,
wirklich nicht markiert, weil die Lampe da noch drüber ist, oder wie? Doch, jetzt aber. So, schauen wir mal, ob die jetzt da mal was arbeiten. Kann ich mal ein bisschen schneller laufen lassen. Jetzt geht wieder nichts. Okay, das Gefährdungspotenzial steigt wieder. Ist aber klar, bei 51 Insassen wohl mehr als verständlich. Aber vielleicht kriegen wir es hin, dass wir vielleicht hier Zellenblock B. Raise your prisoner capacity to 50. Na, eigentlich hätten wir ja 50. Ich weiß, worum es geht. Wir haben die Zellen noch nicht zugeteilt. Das ist klar, dass die uns dann hier auf das Dach steigen, ne? Wie konnte ich dies nur vergessen? Hallo? Das jetzt genommen, bis zum Schluss. Ich weiß auch noch, was fehlt. Eine Sache fehlt noch. Die Drainagen, also die Abflüsse. Die müssen da ja zwingend noch hin, sonst läuft hier überall das Wasser hin. Und die eine Zelle hat er nicht markiert, der Drecksack. Da, die da. Oder ich hab's übersprungen. Nein. Da kommst du nicht hin. Da und da. Und du kommst noch dahin. Und dann müssen wir das noch so machen. So, jetzt sollte das eigentlich auch wieder ein bisschen runtergehen. Weil sonst sitzen die ganze Zeit da. Und können sonst nirgendwo anders hin. Man sollte es vielleicht auch schaffen, etwas mehr als 50% der Leute hier abzufüllen mit Essen. Das ist äußerst ungünstig, was hier gerade passiert. Dann stellen wir nochmal einen Koch ein. Jo, sowas aber auch. Hab gedacht, jetzt wird mal ein bisschen was rundlaufen, tut's aber gar nicht. So, der Servo ist ja eigentlich auch wieder dran, da können wir ihn ja auch wieder connecten, ne? So, nehmen wir den mit dazu. Gucken wir mal, ich meine zwar, es wären nur 6 möglich, aber es hat ja vorher auch immer geklappt. Ansonsten müssen wir da halt noch jemanden hinsetzen. Warum jetzt hier der Servo nicht aufgeht, keine Ahnung. Er will halt nicht. So, da klappt's. Also muss ich mir das auch nochmal anhören. So, guckt euch das an. Moment, steigt es zwar wieder. Und vielleicht brauchen wir auch noch ein paar Wachen, ne? Ach mein Gott, komm. Wir machen da jetzt mal 20 draußen, fertig.
Sollte ja wohl hinkommen. Mittlerweile können wir uns auch jetzt Hunde leisten. Obwohl, nee, wir haben ja noch überhaupt gar keine Gelegenheit, wo die sich ausruhen können. Könnten wir hier noch anbauen. Mir noch so einen kleinen Vorbau machen. Kriegen wir auch irgendwie hin. Eigentlich braucht er ja nur 5x5. Wir versuchen das jetzt auch mal hier so. Machen wir es gleich über die gesamte Länge. Die Krankenstation können wir hier, dann trennen wir das wieder ab. Dann können wir aber hier den Hundebereich machen und hier können wir dann nochmal den Wachbereich vergrößern. Vielleicht auch dann später eine Waffenkammer hinsetzen. Und dann müssen wir hier auf jeden Fall nochmal eine separate Tür hinmachen. Ansonsten sind die doch ziemlich nah dran. Ja, war ja klar. So, machen wir das Ganze so. So und so. Objects. Machen hier auch die Tür rein. Nehmen dann erstmal das hier und machen dann Dismantle. Also, was ist denn jetzt hier schon wieder passiert? Kriegt ihr jetzt noch nicht mehr hier ordentliche Mauern hingebaut oder was? Aha. Jetzt auf einmal klappt das. Wird da wenigstens schon eine Mauer hingebaut. Ja oder nee? So, komm. Setz die Mauer dahin, dann kann ich die Tür einsetzen. Nämlich jetzt. Ja. So, bitte. Dann ziehen wir den Strom hier noch ein Stückchen runter. Dann sollte das da auch klappen. Können dann. Wo ist die Hundebox? Wo haben wir die Hundebox? Ja. 1, 2 Hundeboxen erstmal rein. Und dann können wir nämlich auch entsprechend unsere Wachhunde einsetzen. Das sollte mittlerweile ja durchaus möglich sein. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal an, was die hier jetzt machen, ob die hier weiterarbeiten. Da steht zwar keiner. Ist aber nicht schlimm. So. Okay. Da wurden nur Leute verwarnt bzw. erwischt. Ich will aber trotzdem wissen, ob die jetzt hier vielleicht mal irgendwas weitermachen. Sieht ja nicht so aus. So. Hier piept es im Moment ziemlich häufig. So, geh da bitte nochmal rein.
Sag bloß, ich muss das vielleicht auch noch in eine bestimmte Reihenfolge da dahinstellen. Sie arbeiten jetzt zumindest. Ist ja schon mal was. Och, guckt euch das mal an. Da wurde ein Bett hergestellt. Ist ja ein Knüller. Ein Superior Bed. Das hat nur, das gibt nur 400. Ist ja arm. Ist ja armselig. Na gut. Dann können wir jetzt aber hier zumindest zwei. Einen da. Und einen nehmen wir hier. Jetzt machen wir aber zwei Routen, nämlich eine. Momentchen. Gehen wir mal nach oben. Wir haben hier die Hunderoute und da war das ja. So, hier kommt ein Hund hin. Und jetzt machen wir eine neue Route. Nämlich einmal hier durch den gesamten Zellenblock. Jetzt hängt das. Wie doof. Mag mir nicht gefallen. Machen wir so. Dann können wir die Route nämlich später auch lassen. Müsste man eigentlich so das Wichtigste abgedeckt haben. Halt, Quatsch. So, eigentlich hat man zwei Hunde. Groß oder was? Kann ja eigentlich nicht sein, ne? Ach, der ist am Schlafen. Vielleicht wird er deswegen gerade nicht grün angezeigt. Dann bräuchten wir eigentlich noch einen dritten. Aber ganz so wild ist es jetzt auch nicht. So, und die brauchen natürlich keine Ruhe. Die begnügen sich einfach so damit. Und da war schon wieder gerade dieser Grafik-Bug. Da blinkt der Bildschirm ganz kurz rot auf. Und das wird häufiger. Vielleicht hat das etwas mit der Dauer des Spielens an sich zu tun. Oh, ich kann das nicht ändern hier. Also, dieses Grant ist mir irgendwie schleierhaft.
Sehr merkwürdig. Ja, Solitary, das ist auch wieder so, so eine Sache. Es wird einfach zu viel. Hier machen wir einen Lockdown. Attacked Prisoner. Da machen wir auch einen Lockdown. So. Gucken wir mal, ob das jetzt für ein bisschen Entlastung da sorgt. Dann, ansonsten müssen wir das hier auch jetzt bald in Angriff nehmen. Aber so langsam wird es auch echt ein bisschen spät hier. Was ist denn... Oh. Okay, wir brauchen vielleicht noch das, was wir jetzt noch schnell machen könnten, bevor ich jetzt die Aufnahme dann noch tatsächlich schließe und auch eine wirklich lange Pause mache. Es gab, glaube ich, noch so Spinde. Ist das die Mehrzahl? Also Schließfächer quasi. Sollte es zumindest geben. Ich finde sie nur nicht. Guardlocker. Ach ne, die kommen dann in die Armory. Ach so, okay. Alles klar. Nö, dann können wir nochmal gucken, ob wir auch soweit dann alles haben. Sieht ja danach aus, ne? Ja. Ich kann jetzt zumindest nichts erkennen, dass es nicht klappen sollte. Außer den elektrischen Stuhl, aber da kann man ja nur nichts machen, ne? Nun gut. Also, für mich reicht das heute. Hab heute extremst viel und extremst lange aufgenommen. Und irgendwann muss ich das ja auch mal schneiden und rendern. Weil Prison Architect ist halt so ein Spielchen meiner Meinung nach, wo es sich halt lohnt, etwas länger am Stück aufzunehmen. Und nicht immer so 15 Minuten Folgen, im Voraus zu planen. Funktioniert ja, hat ja auch bei, ich fange nochmal von vorne an. Also es rentiert sich bei Prison Architect halt meiner Meinung nach nicht immer so 15 Minuten Folgen im Voraus zu planen. Und deswegen schneide ich lieber im Nachhinein. Ne? Gut, ich hoffe, euch hat es bis hierher gefallen. Wer eine Idee hat, woran das hier liegt, ja, warum das nicht klappt, der darf mir gerne mal mitteilen, woran es liegt. Kann natürlich sein, dass ich es vorher auch rausfinde, weil jetzt sind ja ein paar Folgen im Voraus. Und ja, Anregungen, Anmerkungen, Kritik, immer gerne gesehen, wie bei allen anderen Let's Plays natürlich auch. Und ich glaube, mit dem Essen haben wir echt ein bisschen Schwierigkeiten. Da müssen wir auf jeden Fall noch nachbessern. Ja, weil die Unzufriedenheit, die wächst dann doch schon. Gut, also Kantine erweitern. Mehr Einzelzellen und die werden wir dann noch ein bisschen ungemütlicher gestalten, denke ich. Ja. Also, lasst euch überraschen und ich freue mich aufs nächste Mal. Und bis dahin wünsche ich euch was, euer Fitzbahn. Ciao.